Gespannt in der Gemeinde und liebe Freunde, hier melden sich Tina und Klaus aus Peru, aus dem kleinen Andendörfchen Curahuasi auf 2650 Meter Höhe, um euch ein bisschen zu erzählen, wie es uns dieser Tage geht. Unser gesamtes Missionsteam ist hier geblieben. Wir sind alle fit noch. Aber, wie ihr euch vorstellen könnt, hat dieses kleine Coronavirus natürlich auch das peruanische Bergland erreicht. In Peru leben 33 Millionen Menschen. In ganz Peru gibt es weniger als 1000 Intensivbetten. Ihr könnt euch also ausrechnen, wenn die Statistiken der Virologen, die wir in anderen europäischen Ländern bestätigt sehen, auch hier eintreffen, dann ist das Land wirklich sehr schlecht vorbereitet und total unterversorgt, um ernsthaft Erkrankten helfen zu können. Vielleicht habt ihr es gehört, dadurch, dass der peruanische Staat so schlecht vorbereitet ist, gab es sofort Tendenzen zu sagen, alle Privatkliniken werden verstaatlicht und müssen sich einreihen in die Hospitäler des Staates, um dieser Krankheit die Stirn zu bieten. Das ist an sich auch eine Idee, die man nachvollziehen kann, aber hat uns natürlich auch mit Entsetzen erfüllt. Denn wir sind hier, um Gott und dem Nächsten zu dienen und möchten nicht, dass unser Krankenhaus, was mit so vielen Spendern, mit so viel Liebe, Mühe und Arbeit aufgebaut wurde, dann vom peruanischen Staat in Grund und Boden gewirtschaftet wird. Also das heißt, Klaus und Steven, unser Verwaltungsleiter und auch ich selbst, wir waren oft in Verhandlungen mit dem Ministerpräsidenten unseres Bundesstaates, Klaus und Steven, auch in Lima auf Ministerebene, um unser Krankenhaus zu schützen. Und wir haben nun ein Abkommen mit der Regionalregierung geschlossen, dass wir helfen, dass wir tatsächlich uns auch einreihen in die Behandlungsschemen des Staates, diese Medikamente verwenden, uns da konform verhalten. Aber wir haben auch ganz klar gesagt, dass unser Krankenhaus nach wie vor ein privates Krankenhaus ist, das zur Ehre Gottes hier arbeitet. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin für uns betet, uns begleitet. Wir grüßen euch sehr, sehr herzlich und versuchen auch unsere Webseite immer aktuell zu halten und möchten über allem einfach sagen, danke für eure Unterstützung über all die Jahre hinweg. Mit einem Bibelvers grüße ich euch zum Schluss. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns auf Jesus sehen. Ganz herzliche Grüße. Macht's gut, ihr lieben Schwantener. Und eine feste Umarmung virtuell aus dem Bergland Perus. Tschüss!